So Leute und moin zusammen, ich grüße euch zu diesem neuen Video und wie ihr sehen könnt, Earpods drin, Mütze an, ist ein bisschen am Regnen. Ich bin hier in so einem kleinen Wald und bin joggen. Deswegen mache ich aber jetzt dennoch ein kleines Video, habe hier auf so einem Post-it ein paar Notizen. Es ist ordentlich am Regnen, mal gucken, nicht, dass alles jetzt so verblasst ist, dass ich nicht mehr lesen kann, aber ich denke, das passt schon. Weil es gibt nämlich wieder ein paar News bezüglich Diesel, jetzt im Speziellen, und auch eine Äußerung von einem grünen Bundestagsabgeordneten. Da kann man sich wirklich nur in den Kopf fassen. Das haben auch einige unter das letzte Video kommentiert. Das finde ich echt gut, dass ihr so aktiv seid. Also haut raus, was ihr dazu denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dementsprechend legen wir mit der ersten Sache los. Unser Bundesminister für Verkehr, sorry, wenn ich ein bisschen außer Atem bin, Bundesminister für Verkehr, Andreas Scheuer, will, dass die Grenzwerte hinterfragt werden. Und zugleich möchte er auch kein Tempolimit auf Autobahnen haben. Also er hat sich ganz klar für diese beiden Punkte ausgesprochen, dass die Grenzwerte nochmal hinterfragt werden müssen. Er hat ja auch die 100 oder über 100 Lungenfachärzte befürwortet und dafür gesprochen und gesagt einfach, das ist eine gute Sache, dass jetzt hier wirklich mal konstruktive Kritik kommt und nicht einfach irgendein Bullshit behauptet wird, ohne irgendwelche fundierten Kenntnisse oder Ähnliches zu haben. Dementsprechend, das befürworte ich ja auch wirklich sehr, finde ich wirklich top, weil auf so einer Basis mit solchen Daten und Fakten, da kann man natürlich ganz klar auf jeden Fall eine Diskussion führen. So, und weiter. Gott, hier jemand im Hintergrund hat mich gerade verwirrt, sorry. Ja, und weiter, da kommen wir auch direkt als Überleitung zu einem Bundestagsabgeordneten. Das muss man sich mal reinziehen, wenn man auch weiß, dass die ihre annähernd knapp 10.000 Euro pro Monat bekommen. Verfolgt er mich oder geht er weg? Nö, geht weg. So, das ist der Herr, jetzt muss ich ihn gerade nochmal raussuchen. Oh, mein Zettel ist echt schon. Dieter Janicek von den Grünen. Bundestagsabgeordneter seines Zeichens, wie gesagt, und er hat ein Zitat gemacht bei Twitter, also eine Aussage getätigt, die möchte ich euch wirklich als Zitat vorlesen. Also Zitat, um das mal klar zu sagen, was Union und FDP zusammen mit ein paar verwirrten Lungenärzten da in Sachen Hashtag Umwelthilfe, Hashtag Feinstaub, Hashtag Stickoxide aufführen, hat Reichsbürgerniveau. Ich wiederhole, hat Reichsbürgerniveau. Das hat dieser Mensch wirklich so geschrieben. Eine Schande für die deutsche Politik ist das. Also mal nebenbei gesagt, ich finde, seine Satzstellung ist eine Schande für die deutsche Rechtschreibung. Und im Zweiten, diese Aussage ist so eine Frechheit, eine absolute Farce, ist das, worüber man da diskutieren müsste. Aber mit solchen Kandidaten, mit solchen Aussagen kann man nicht diskutieren. Das funktioniert meines Erachtens absolut nicht. Das ist es ja, was ich sage. Als wir jetzt gehen, über 100 Lungenfachärzte, die wirklich Plan von dem ganzen Thema haben, hin, setzen ein Papier auf, belegen dieses mit verschiedenen Unterlagen und Studien und was weiß ich allem und sprechen sich klar dafür aus, dass die Grenzwerte hinterfragt werden müssen, dass das alles nicht so ganz stimmen kann. Und dann kommt ein Bundestagsabgeordneter, ich habe ihn jetzt noch nicht gegoogelt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was er für eine Vita hat. Mich würde es bei den lieben Grünen nicht wundern, wenn er seinen Lebtag noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat. Ja, da haben wir ja wirklich zahlreiche Kandidaten, klar, parteienübergreifend, überall eigentlich. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das bei den Grünen, genauso wie auch bei der SPD, sehr häufig ist. Also immer, wenn sowas kommt, wenn solche Aussagen, da kann ich mich wirklich nicht halten, man so nebenbei gesagt. Also Freunde, dementsprechend, ich finde, diese Aussage ist so krass. Und wenn ihr euch bei Twitter die Kommentare dazu anschaut, was da geschrieben wird, da ist teilweise eine wirklich ganz krasse Befürwortung dessen, was er sagt. Und das finde ich so pervers daran, weil ihr schreibt natürlich die ganze Zeit bei mir in die Kommentare, ja, wie kommen die Grünen denn auf 20%? Oder die haben ja 20%, ihr seid ja selbst schuld, ihr habt sie gewählt. Also die Grünen habe ich definitiv nicht gewählt. Wie gesagt, ich werde euch nicht sagen, was ich gewählt habe und ob ich gewählt habe, aber ich sage euch ganz klar, dass ich die Grünen nicht gewählt habe. Und das sagen auch die Mehrheit hier. Nur wir haben da natürlich das Problem, in Anführungsstrichen, wer klickt denn mein Video an? Man sieht ja wirklich sehr, sehr wenig Dislikes bei meinen Videos jetzt hier im Zweitkanal. Genauso sieht man auch wenig kritische Kommentare, dass das Quatsch wäre, was ich erzähle, dass ich ein Nazi bin. Ja, gibt es, aber relativ wenig. Und das liegt einfach daran, so ein grüner Kandidat würde ja selten hingehen, wie man merkt, und sich so ein Video angucken, wo jemand pro spricht. Also dafür, dass die Grenzwerte nochmal kontrolliert werden sollten. Ja, auf jeden Fall.
zu Twitter zurück, wo der Kandidat diesen Post gemacht hat. Da gab es dann halt Pro-Stimmen und Kontrastimmen. Und eine Kontrastimme fand ich sehr interessant. Ich habe es mir jetzt nicht ganz genau aufgeschrieben, aber ich weiß es noch. Das war, ich glaube, von einer Frau sogar geschrieben. Die hat es nämlich sehr gut formuliert, wie ich finde. Und sie meinte nämlich, also es kursiert ja irgendwie die Zahl von 3000 Lungenfachärzten irgendwie in Deutschland. Ich weiß nicht, ich finde die Zahl ein bisschen gering. Habe ich irgendwo auf jeden Fall gelesen. Und jetzt hat, in der Politik wurde dann häufiger noch davon gesprochen, auch von den Grünen unter anderem, dass von diesen 3000 100 sich zwar dagegen aussprechen, aber 2900 sind immer noch dafür. Und da meinte diese Frau, die diesen geilen Kommentar abgegeben hat, das ist doch totaler Humbug, das stimmt doch hinten und vorne nicht, dass man von 2900 Pro-Sprechern ausgeht. Das ist ja eine Lüge, das stimmt ja nicht, weil die 2900 haben sich einfach nur nicht gemeldet. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss automatisch, dass sie direkt dafür sind, nur weil die sich bei diesen 100 nicht angeschlossen haben. Ne? Also Ach, das ist doch Unsinn. Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. So, mein Zettel, ihr könnt sehen, deswegen benutze ich lieber mein Moleskine. Das wird nicht nass, das ist besseres Papier. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, nächster Punkt und damit auch letzter Punkt. Ich möchte nochmal dazu aufrufen, dass die Demo in Bonn pro Diesel stattfindet am nächsten Samstag, am 2.2. Wie gesagt, in Bonn. Guckt euch mein Video dazu an und macht das ein bisschen publik, damit da auf jeden Fall zahlreiche Teilnehmer kommen, weil die Demo in Stuttgart am Samstag, also jetzt letzten Samstag, die ist so gut wieder eingeschlagen und ist jetzt auch nicht mehr so politisch orientiert. Das heißt, der Ioannis Zakaros, so heißt er ja, der Organisator der Demo, der ist jetzt auch hingegangen und hat das Ganze wieder zu einem von Bürgern für Bürgern Demo organisiert, wie ich in der Presse gelesen habe. Und dementsprechend, die Demo Stuttgart hat jetzt über 1200 Teilnehmer schon gehabt, beim dritten Termin. Und das ist wirklich eine super Leistung. Wie gesagt, wir sind in Deutschland nicht so die demonstrationsfreudigsten Menschen. Das ist einfach so. Aber 1200, das ist eine Zahl. Und zugleich, die großen Medien, Bild, FAZ, Zeit, Welt und wie sie sich alle nennen, die berichten mittlerweile auch über diese Demo. Das, was ich anfangs kritisiert habe, dass das nicht dass darüber nicht berichtet wird, was aber uns alle betrifft und etwas angeht. Und dementsprechend, das finde ich sehr gut, das muss man auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen, kommt nämlich jetzt auf jeden Fall auch in der Presse was groß raus und nicht nur bei einem kleinen Randkanal, wie meiner es ist, bis ihr den noch weiter teilt und noch größer wird. Dementsprechend, Freunde, ich muss noch ein paar Meter weiterlaufen, ich genieße das. Vielleicht kommen häufiger jetzt hier so beim Joggen mal so meine Gedanken raus. Ich mache ein paar Notizen und kleine Videos. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Eure Meinung dazu und besonders zu dem lieben Herrn Janicek oder wie er hieß, von den Grünen, gerne mal in die Kommentare. Ich finde es relativ kritisch. Also, es bleibt spannend. Ciao.